Erinnerung, göttlicher Drache. Der göttliche Drache, die alte Gottheit des immerblühenden Baumes. Und die göttlichen Drachentränen, Tränen des göttlichen Drachen. Nur die sterbliche Klinge kann das gütige Geschenk der Tränen gewähren. Der Körper des göttlichen Drachen ist ewig und seine Tränen waren nach dem Vergießen für alle Ewigkeit ihre Form und Feuchtigkeit. Wenn ein Träger des Drachenerbes sie verzehrt, wird die Aufhebung der Unsterblichkeit vollzogen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal haben wir die Tränen bekommen, die wir brauchen, um, ja, die Unsterblichkeit von Kudo wieder aufzuheben. Und wir sind jetzt scheinbar auch in der Burg, aber Kudo ist nicht da. Und da scheint Ishin tot zu sein. Der scheint, ja, im Kampf gestorben zu sein. Emma. Ishin-sama, was ist geschehen? Ishin-sama ist seiner Krankheit erlegen und verstorben. Ich verstehe. Ihr habt es sicher gespürt. Die Zentralarmee nutzt diese Gelegenheit für einen Angriff auf die Burg. Und der göttliche Erbe? Hier. Geheimer Durchgangsschlüssel. Der Schlüssel zum geheimen Durchgang aus der Ashina-Burg. Der geheime Durchgang ist am Ende des Grabens in der Ashina-Talsperre, unweit des Mondblickturms. Kudo ist durch den Gang aus der Burg entkommen und der Wolf will dort zu ihm stoßen. Dieser Schlüssel. Hat mein Herr die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen? Ja, werter Wolf. Der geheime Durchgang liegt in der Nähe des Grabens an der Ashina-Talsperre, nicht weit vom Mondblickturm entfernt. Kurosama hat die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen. Und erwartet euch auf dem Silbergrasfeld. Ich verstehe. Die Nachtschwalben haben auf Befehl von Ishin-sama Rauchzeichen auf den Dächern hinterlassen. Der Rauch sollte euch den Weg zu Kurosama weisen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, okay, dahin, wo alles begonnen hat, also auch, wo wir schon damals durchfliehen wollten. Mal sehen, ob es diesmal besser klappt. Kurosama hat die Burg durch den geheimen Durchgang verlassen. Der geheime Durchgang liegt in der Nähe des Grabens an der Ashina-Talsperre, nicht weit ja, ja. vom Mond. Er wartet auf dem See. Nachtschwalben haben. Der Rauch sollte euch den. Werter Wolf. Was ist los? Ich bete, dass Kurosama die Menschlichkeit zurückerlangt. Das tue ich auch. Ah, okay. Oh, jetzt kann ich den Alkohol. Vergebt mir. Okay. Aber jetzt ist keine Zeit für einen Umtrunk. Okay, aber kann ich den Kürbissamen noch geben? Ja, immerhin. Da habe ich jetzt 10. Ich bete, dass Kurosama die Menschlichkeit. Das hoffen wir doch. Mal gucken. So, dann schauen wir mal als erstes mal ganz kurz hier rasten, damit wir unsere Sachen auffüllen. Und dann müssen wir mal gucken, wie es da draußen jetzt aussieht und wohin. Also wir wissen ja, wohin Kudo wahrscheinlich geflohen ist. Wahrscheinlich kann ich mich aber wieder nicht teleportieren, ne? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ashina, ja. Ja, das war ja klar. Ich kann mich zum Eingang des verlassenen Verlieses wieder mal teleportieren. Ja, nicht hier oben. Ist der hier oben auch genommen worden? Ach, ich komme hier nicht mehr raus. Na, das ist ja... Ja gut, den da oben kann ich schnell holen. Das ist die Frage, ob sich das jetzt lohnt. Aber ich meine, ich bin so ein Typ, der will die dann sich schon alle wieder zurückholen. Ne? Alter Schwede. Haben die da einen Flammenwerfer? Warte mal, vielleicht ist dann hier der Suzaku-Lotus-Schirm nicht schlecht. Ach, hier oben ist jetzt verschlossen komplett. Hier kommt man gar nicht mehr rein. Was greift mich an? Ach, hier. Doch, hier kommt man rein. Guck mal. Einfach aus Prinzip. So, und dann müssen wir gucken, dass wir Kudo noch finden. Ach, warte mal. Stimmt, ich kann die Erinnerung ja noch aktivieren. Die Angriffskraft erhöhen. So, göttlicher Drache. Der göttliche Drache ist ein Gott in Drachengestalt. Er kam einst aus dem Westen und ließ sich in diesem Land nieder. Ein Teil von Ashina ist sehr alt. Der Boden und das Wasser in diesem Land überzeugten den Drachen, hier zu leben. Oh, gut. Auch schön. So. Dann gucken wir mal. Da haben die jetzt scheinbar auch was aufgebaut. Da sind noch mehr tote Nachtschwalben. Das hier ist ja das Gebiet, wo Ishin vorher drin... Nee, das ist was anderes, oder? Ja, ich glaube, das ist was anderes. Ach, hier bin ich jetzt. Alles klar. Ach so, das ist der Teil. Ja, okay. Never mind. Komme ich hier nach oben wieder? Das ist der Bereich. Komme ich dann eigentlich... Ist in der Burg eigentlich jetzt auch noch viel los? Oder... Mal blöd gefragt. Ist hier noch irgendwas? Hallo. Aua, aua. Junge. Huch, ich dachte, da steht noch einer hinter der Wand. Aber es ist einfach nur eine Rüstung. Und zack. Tschüss, Junge. Dann kann ich mir doch hier das Ding gleich wiederholen.
Perfekt. Ich könnte, weißt du, was ich mal gerade machen könnte? Ich könnte mal hier wieder den Aschina-Kreuz drauflegen. Ja. Ich meine, ich könnte auch das Ding benutzen, das uns den Hochmönch könnte ich natürlich auch benutzen. Wenn ich jetzt weiter gegen diese Ninjas kämpfen muss. Ja, wir müssen natürlich zu Kudo. Mal gucken. Aber hier wird gerade alles überfallen. Wir müssen mal gucken, was der beste Weg hier ist. Da drüben ist ja Ishins Zimmer. Ach, guck mal, die sind jetzt aber auf jeden Fall weg. Das ergibt natürlich Sinn. Jetzt ist noch einer hier von denen. Oh, guck mal, da ist ein neues Item. Oh, das hat noch geklappt. Hier ist jetzt deutlich leerer. Guck mal, hier liegen überall noch neue Items, Mensch. Kügelchen. Lohnt sich ja hier nochmal richtig durchzugehen, hä? Wow, Kügelchen. Aber jeweils immer drei, ja, ja. Nicht schlecht. Direkt immer drei. Da unten ist ja auch noch ein Item. Wow, arbeiten die jetzt zusammen? Nee. Ey, das ist ja lächerlich. Was ist denn das für eine... für eine schwache Sache, dass die hier halt erst angreifen, wenn ich auch unten gelandet bin. Wie dumm ist das denn, ganz ehrlich? Das ist ja richtig dämlich. Wow, da ist ja noch einer. Lasst mich mal hier raus. Ich nehme mal einen Heiltrank. Voll an alle anderen getroffen, bloß nicht den, den ich wollte. Und zack. Wow, ganz ruhig, Freunde. Sehr gut, das war Nummer 1. Boah. Ganz ruhig, Kollege. Und zack. Sehr gut. Fast vollständig mit einem Mal durch. Perfekt, wer lebt denn jetzt hier hinten noch? Ah, da leben sogar noch zwei. Also das ist ein bisschen komisch gemacht. Ach, das ist wieder so ein Dummer mit seinem scheiß Gift. Oh, jetzt habe ich aus Versehen ihn getötet. Toll, jetzt habe ich noch den hier mit dem Gift. Was habe ich denn hier noch? Ach komm. Du wieder mit deinem Scheißgift. Wehe, du vergiftest mich jetzt noch. Und tschüss. Alle tot hier. Ja, also da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, mir war das schon vorher immer aufgefallen, als die damals immer gespawnt sind, dass die hier quasi ein bisschen warten, bis man nah genug ist. Aber dass die ja sogar warten, bis man hier runtergeht und vorher halt wirklich sichtbar nebeneinander stehen, ist dann schon ein bisschen lächerlich, findet er nicht. Also, ist halt so ein bisschen meine Meinung dazu. Das ist ein bisschen schade. Ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, weil ich mir noch nie so wirklich die Mühe, glaube ich, gemacht habe, hier alles wieder nochmal zu entdecken. Ich bin halt eher immer einfach direkt weiter. Also ich meine, wir können hier raus jetzt. Bringt mir das irgendwas? Hier ist ja nichts mehr, hä? Die sind ja alle schon drin. Der Kampf ist ja schon nach drin verlagert worden. Frage ist, bringt es hier was nach unten zu gehen? Oh, da sind noch solche Rotköpfe. Und bringt es was zu Ishin noch zu gehen tatsächlich? Also... Ishin ist gut gesagt, ne? Seinem Zimmer, meine ich natürlich. Na, guck mal, das ist immer ein Item. Oh, da sitzt noch einer. Hey Junge, die Burg wird überfallen. Vielleicht solltest du mal kommen, ne? Yashirikus Konfekt. Oh, wir können lauschen. Ishin-sama, ich leihe mir das hier aus. Bitte wacht über mich. Wir, der Ashina-Clan, werden diese Schlacht gewinnen. Was leihst du dir denn aus, mein Freund? Oh, der hört mich. Das kann ich auch, Kollege. Das ist wieder so einer. Oh, shit, der Alter macht der viel Damage. Aber das ist diesmal ein anderer. Ich hatte gedacht, ihr seht ja, dass der rote Augen hat. Dass der quasi, dass das der gleiche Typ ist von damals. Und der damals, und der einfach nur ewiges Wasser getrunken hat, dachte ich früher. Aber ich glaube, das ist halt wirklich einfach ein anderer, der gerade das ewige Wasser getrunken hat, um eben Ashina zu helfen. Au, Alter! Puh. Der Typ haut rein wie sonst was. Shit, den zweiten nicht. Perfekt. Perfekt. Shit, den zweiten kriege ich gerade nicht. Boah, come on, ey.
Der hat ja zugehauen, der Typ, ey. What the fuck? Okay, wenn ich mich aber eh nicht an den anschleichen kann, kann ich vielleicht auch von der anderen Seite kommen, wo ich nicht an allen Gegnern... Wobei, ich muss ja gar nicht an allen Gegnern vorbei, fällt mir gerade auf. Da ist ja nicht ein Gegner in der Nähe. Oh, guck mal. Da ist es ja mal tatsächlich der Fall. Da können wir die ja gleich mal wieder herstellen. Da haben wir das auch mal wieder gemacht. Bam, da sind sie alle wieder geheilt. So, ich bin aber hier auf der falschen Seite. Ich muss dann tatsächlich nochmal zum Ashina Dojo. Da würde ich ganz gerne nochmal hin. Und probieren wir es nochmal. Der macht halt scheiße viel Schaden. Also so richtig fucking viel Schaden. Die anderen, ich meine, der erste hat ja schon viel Schaden gemacht, aber der hier übertreibt es ja nochmal extrem, finde ich. Und zack. So, bringt mir da irgendein Item was? Irgendein, nee, ich glaube nicht. Na gut, probieren wir es einfach nochmal. Aha, das kann ich nämlich auch. Boah, Alter, aber ich überlebe es ganz knapp. Wenn ich volles Leben habe. Ist ja immerhin etwas. Den ersten nicht. Boah, shit. Oh Mann, ich krieg da... Ich will da immer angreifen und vergesse, dass der da noch einen Angriff machen kann. Ist voll fies. Vor allem, dass der dann durch meinen durchpoist. Ich darf gar nicht angreifen. So, das war Nummer 1. Ich darf halt wirklich, glaube ich, einfach nicht angreifen. Also außer sowas halt. Und nochmal. Perfekt. Komm schon, gleich habe ich dich. Jawohl. Und das war's. Alter, ey, der Typ, ne? Puh, mit seinem fucking ewigen Wasser hier. Gebetsperle, damit habe ich wieder 2. So, gibt's hier bei Ishin irgendwie noch was? Ich meine, jetzt, na gut, jetzt ist ja hier nichts mehr, ne? Ishin ist ja nicht mehr da. Puh, haben wir das aber auch nochmal geschafft. So, oh. Irgendwo kämpfen sie hier. Ist das hier unten? Oh ja, guck mal, da liegt ein Toter irgendwo. Da ist das Grab, ne? Ach nee, das ist ein Item. Handvoll Asche. Oh, hier haben sie sie ja erledigt. Ja, ich glaube, Ashina macht's tatsächlich nicht mehr so lang. Ich glaube, fast Ashina macht's tatsächlich nicht mehr so lang. Oh, guck mal, die haben die Brücke aufgebaut. Puh. Ich würde aber erstmal ganz gerne in die andere Richtung gehen, muss ich ehrlich sagen. Ist die Tür hier hinten noch... Bist du am Leben? Nee. Der sah gerade so aus, als würde er einfach nur chillen. Da musst du früher aufstehen, Kollege. Da musst du dann doch ein bisschen früher aufstehen, Kollege, um mich zu reinzulegen. Ich bin der Meister des Schleichens. So, die hier hatte ich ja schon hier oben unten gesehen gehabt. Ganz ehrlich, dann immer die sterbliche Klinge. Einfach gegen mehrere Gegner ist die sterbliche Klinge am besten. Kommt her. Zack. Vor allem, wenn sie halt diese fette Reichweite hat. So, einer ist tot. Der hat wahrscheinlich nicht alles geblockt. So, erledigt. Haha. So, warte mal, ich wollte doch das Ding, wenn die jetzt hier mit Feuer ankommen, ne? Muss ich das Ding benutzen? So, oh Gott. Hier ist ja jetzt was los. Ach, guck mal, da ist der Rauch von den Nebelraben. So, ich nutze mal meine Fähigkeit, hier nach oben zu gehen. Ach, guck mal, da unten kämpfen sie jetzt. Ich meine, ich würde mich ja einmischen, aber die Leute werden wahrscheinlich wieder auf mich gehen. Irgendwas lief doch gerade übers Dach, oder? Und tschüss! Ich helfe euch, Ashina! Bitte seid nicht gegen mich. Erstmal den da mit seinem fetten Flammenwerfer. Ja, die benutzen natürlich die Flammenwerfer, weil Ashina, wie wir ja wissen, diese Rotaugen hat. Und die Rotaugen haben ja Angst vor Feuer. Zum Beispiel diese Oger. Und sie wollen damit quasi die Oger relativ gut ausschalten. Mithilfe dieses Feuers, was sie auch scheinbar geschafft haben. Sie haben Ashina ziemlich überrannt. So, willst du jetzt auch noch was von mir? Junge, ich habe euch gerade so aus der Scheißpatsche geholfen. Oh shit, da ist ja noch so ein Ninja, ey. Ich habe euch gerade so mega aus der Patsche geholfen und so dankst du es mir. Wisst ihr, wenn ihr mich nicht immer antagonisieren würdet, Freunde, dann hättet ihr wahrscheinlich diesen Krieg mit meiner Hilfe schon längst gewonnen.
Aber hey, wo ist denn der Ninja jetzt? Ach, der ist ein weiter unten. Können wir ein bisschen weiter unten kämpfen, Kollege? Ja, das ist nämlich voll scheiße hier. Kannst du mal runterkommen? Ey, das ist doch voll kacke hier. Kann ich doch nicht kämpfen. Das ist ja voll überhaupt nicht übertrieben hier mit dem Kämpfen. Einen viel engeren Gang hätten wir uns nicht wählen können, oder? Ah, aber gut. Soll mir mal recht sein. Ich hab's ja geschafft. So, wer kämpft da? Hallo, ich helfe euch mal wieder. Wahrscheinlich kämpfst du jetzt aber trotzdem gegen mich. Ja. Kann man nichts machen. Der kämpft natürlich trotzdem gegen mich. Oha, ganz ruhig. Zack, zack, zack. Hallo, ganz ruhig. Nee, du erholst deine Ausdauer jetzt nicht. Perfekt. Und das war's doch jetzt gleich. Jawohl. Meine Güte. Ist jetzt hier ganz schön schwierig durchzukommen. Ganz schön viele Gegner. Vor allem, der gab nur 124 Erfahrungspunkte dafür, dass er so viel gab. Ach ja, stimmt. Die hatten ja hier die Brücke abgerissen. Kann ich hier das Ding holen? Noch theoretisch. Ihr seid ein Shinobi, oder? Redest du mit mir? Wer ist denn das? Du? Ja. Ihr seid ein Shinobi, oder? Bitte, unterstützt die Männer im Burgbereich. Sie stehen kurz vor der Niederlage. Gut, ich meine, eigentlich haben wir Wichtigeres zu tun, aber wir machen es trotzdem mal. Das werde ich. Habt meinen Dank, klettert die Lehmmauer hoch, um aufs Dach zu gelangen. Dort müsste ein Shinobi-Drachen sein. Vergisst mich. Helft unseren Männern im Burgbereich. Bitte für Ashina. Lehmmauer und dann ein Drache. Ich hole mir bloß mal kurz dieses Teil hier. Safe is safe. Falls ich das später nochmal brauche. Ich raste sicherheitshalber mal nicht, weil dann hier alle Gegner wieder da sind. So, die Mauer hoch. Warte mal, da unten war noch ein Item, ne? Genau. Ist hier auf einmal deutlich leerer, jetzt wo ich hier alle erledigt habe. Was war denn das? Ministeriumslöschpuder? Und da ist das Knallquecksilber. Das hatten wir noch gar nicht, ne? Ich sollte nicht immer die Items wegdrücken. Das ist so eine Art und Weise, dass man das mit der Zeit macht. Ein sehr wertvolles, überaus seltene Form von Schießpulver. Nee, doch, das hatten wir schon. Das ist das nämlich das ganz Besondere des Innenministeriums. Aber das andere Ding hatten wir tatsächlich noch nicht. Das Löschpuder des Ministeriums. Ministeriumslöschpuder. Medizinisches Puder zum Behandeln von Verbrennungen. Etwas effektiver als normales Löschpuder. Heilt den Brennstatus, reduziert die Ansammlung an Verbrennungen und verringert den Schaden durch erlittene Verbrennungsangriffe. Das Ministerium fürchtete Ashina und seine Blut unterlaufenden Augen, getränkt mit dem ewigen Wasser. Dieses Puder diente als Schutz, als es Ashina mit Flammen angriff, wie ich das ja bereits gesagt habe. So. Oh, da kämpfen die Nachtschwalben, sehe ich gerade. Hallo, du mit deinem fucking Feuer hier. Hör mal auf, hier alles in Brand zu setzen. Arcus Konfekt. Irgendwo hat mir gerade einer gehört. Och man, ich hab doch den Typen gerade erledigt. Warum müsst ihr komischen Generäle denn euch euren Sieg nehmen, wenn ihr mit mir kämpfen würdet? Vor allem, ein Typ von euch hat mir die Aufgabe gegeben, will ich nur mal sagen, ne? So, warte, gegen dich benutze ich mal das. Hep, zack. Mist, nicht richtig. Hep, zack. Zack, jawoll. Oh, der zieht aber ganz schön die Haltung. Au. Das war ein Greifangriff. Mensch, von Greifangriffen haben wir ja schon ewig nichts mehr gesehen. So, tschüss. Die Generäle haben schon was, ne? Sind halt jetzt auch ein bisschen stärker wahrscheinlich als am Anfang. Hier ist immer noch einer, der mich bemerkt hat. Ja, der Nachtschwalbenrabe. Mensch, Leute, ganz ehrlich, ihr seid wirklich eure größten Feinde. Wenn ihr mich wirklich nicht so fertig machen würdet, hättet ihr wahrscheinlich wirklich schon gewonnen. Oh, guck mal. Einer von der Dingenswache. Nicht Kota oder so hieß der, Taro. Von der Taro-Truppe. Zwei von der Taro-Truppe. Shit. Das war so nicht geplant.
Das war so gar nicht geplant. Jetzt muss ich hier wieder durchtauchen, ne? Ach, shit. Ich wollte den halt erledigen. Ich wollte nicht gegen den normal kämpfen, um ehrlich zu sein. Aber hey. Ich meine, ich hätte mich auch zurück teleportieren können, aber es wäre mir zu gefährlich gewesen, dass dann alle wieder da sind. Also, was heißt zu gefährlich? Es wird mir zu lange dauern, die alle wieder zu töten. Und, hepp, der Ninja steht inzwischen auch nicht mehr da. Ich meine, hierhin zurückzukommen ist ja nun wirklich kein großes Problem. So, wo ist denn aber dieser Drachen jetzt eigentlich, den die erwähnt haben? So, warte mal, den Typen von der Taro-Truppe. Ach, wie der heult, ey. Perfekt. Tut mir leid, Kollege, aber du sollst mich nicht plötzlich noch überraschen. Ich erlöse dich mal von deinem Leid. Oh shit, der andere hat mich bemerkt. Der andere hat mich aber bemerkt, und das, obwohl ich so stealthy war. Aua. Oh, zu früh. Jawohl, der war richtig. Und der war richtig. Und der war richtig. Der war falsch. Offensichtlich. Alter. Bei dem, der... Das ist so ein fieser Typ, der... Der Junge, der verzögert die halt so ungemein. Das ist so mies. Weil du denkst, du machst es und dann zieht er einfach doch nochmal zurück. Adamantitschrott, sehr gut. So, ist hier irgendwo. Oh Gott, hier brennt's. Hier geht's nicht weiter. Okay. So, wir müssen weiter über die Dächer. So viel ist aber klar. Ich wollte die bloß nur mal sicherheitshalber mitnehmen. So, hier war doch gerade einer von... Ach, guck mal, das muss der Drachen sein. So, da die mich nicht einfach durchlassen, um ihnen zu helfen... Müssen sie halt leider sterben, Freunde. Tut mir ja echt leid für euch. Ganz ehrlich, das tut mir echt ein bisschen leid. Warum gibt denn der nur 5 Erfahrungspunkte? So schwach sind die nun auch nicht. Oh, hallo. Hat der rote Augen? Oh, der hat auch vom ewigen Wasser getrunken. Krass. Selbst die Nachtschwalben haben vom ewigen Wasser getrunken. Perfekt. Selbst die haben davon getrunken. Okay. Ach, guck mal, und jetzt kann ich mich da theoretisch ranhangeln. Ich will bloß mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, wenn ich schon mal hier bin. Bevor ich noch irgendwas Wichtiges vergesse. Aber ich glaube, nee. So, dann hangeln wir uns mal da ran und helfen den Leuten mal. So, ich glaube, ich musste mich von da ranhangeln. Ja, dort, wo halt der... Wo der Drachen auch angebracht ist. Und zack. Hui. So, ach, jetzt sind wir auf der Seite. Dort, wo das... Ach, guck mal, ja, jetzt sind wir hier, wo das andere Teil ist. Huch, dem da oben kann ich reden? Okay. Nein! Hochziehen, mit dir kann ich reden, was sagst du mir? Hallo? Ihr gehört... zur Verstärkung. Naja. Oder... bitte. Beeilt euch. Das Umland der Burg ist in schlechtem Zustand. Diese verdammten Ministeriumstruppen. Sie sind im Schlangental und haben eine Brücke hochgezogen. Ja, das sehe ich. Bitte. Ashina. Für Ashina. Ich meine, würde ich ja machen, wenn ihr mir mal ein bisschen netter entgegenkommen würdet. Aber jetzt wissen wir, was der eine Typ damals meinte mit, dass die auf den, quasi auf den fehlerhaften oder auf den, schießt da jemand auf mich? Dass, die darauf reingefallen werden, dass Ashina darauf reingefallen wäre auf den Fake-Angriff. Wahrscheinlich war der Fake-Angriff der mit dem Uhu. Und währenddessen, während sich alle quasi auf den Vorderteil der Burg konzentrierten, haben die sich jetzt einfach quasi hier, haben die hier jetzt einfach eine Brücke hochgezogen. Hallo. Alter, die können schießen. Wow. Das Ding ist, da unten sitzt noch jemand, nämlich der Schwarzhut. Der wollte ja hier zurückkommen nach Ashina. Lebst du noch? Die sehen immer so aus, als würden die noch leben. Hey, Schwarzhut. Sieht er mich noch? Was geht?
Okay, dann muss ich mich erstmal um den da kümmern. Von mir aus, bevor ich mit dem Schwarz zudrehe. Hui. Alter, wie oft kannst du schießen? Und tschüss. So, damit habe ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe hier. Bam, bam, bam. Huch, was mit dir noch? Da vorn liegt die Festung des Innenministeriums. Schaltet sie aus. Und es gibt immer noch... Ashina wird... Ja, die sterben jetzt hier natürlich alle. Aber ich wollte ganz gerne erstmal noch mit dem Schwarzhut reden. Der ist ja tatsächlich hier ja scheinbar zurückgekommen. In die Ashina-Burg. Aber für den sieht's auch nicht mehr ganz so gut aus. Dax. Wen haben wir denn hier? Ich habe es nicht ausgehalten. Zu viele Ratten. Sie schwärmten ins und aus dem Gebälk. Ishin muss ihnen Angst eingejagt haben. Deshalb bin ich fort und habe etwas Untypisches getan. Was ist geschehen? Diese elenden Ratten. Sie haben ein kleines Kind eingekreist. Also habe ich ihn gerettet. Jetzt sieh mich an. Schätze, damit endet die Geschichte vom Schwarzhut-Dachs. Ich muss dir danken. Nimm, was du willst. Wenn ich weg bin. Ich könnte es dir auch jetzt geben. Aber... Und da ist er tot. Ja, was das quasi sein sollte, ist mehr oder minder. Er hat uns ja erzählt, dass sie im Senpo-Tempel für die Experimente am ewigen Wasser immer wieder Kinder entführt haben. Und wahrscheinlich ist so unter anderem auch sein Sohn gestorben. Oder er hat es selbst dahin gegeben, weil es wie bei Robert war, dass er Angst hatte, dass sein Kind irgendwann sterben würde. Und er ihm das ewige Leben geben wollte. Und er hatte wahrscheinlich so ein bisschen Schuldgefühle und hat deswegen hier, auch wenn er wusste, dass er es nicht schafft, versucht, ein Kind zu beschützen vor dem Krieg, mehr oder minder. Und ist dabei gestorben. Und wir bekommen von ihm Migo Pilgerreisenballon. Ein Mibu-Ballon aus dem Jahr der Drachenquell-Pilgerreise, vor 3 Jahren quasi. Versiegelt mit einem Gebet für gesunde Entwicklung. Bring den weißen Mibu-Ballon zum Platzen und falte die Hände zum Gebet. Wer vom Wasser getroffen wird, erfährt kurzzeitig gesteigertes Wachstum in allen Bereichen. Auf dem Ballon steht: für Tenkichi von Dax. Ist wahrscheinlich sein Sohn dann, ne? Nun gut, wir wollen jetzt natürlich ein bisschen Ashina noch unterstützen. Ach guck mal, da kann man gar nicht mehr weiter. Die haben da sogar das Schlangental abgeschlossen. Wahrscheinlich wollten die nicht, dass der Schlangengott ihnen irgendein Problem macht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Flop. Ach. Freunde. Ich gehe erstmal zu dem Teil da unten. Das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger, erstmal das Ding zu haben. So, und wir reisen mal ganz kurz zum Maroden Tempel. Ich will mich mal gucken, ob wir noch ein Modul jetzt aufbessern können, jetzt wo wir wieder Knallquecksilber haben, tatsächlich. Das würde mich nämlich nochmal ansonsten interessieren. So, gucken wir doch mal. Hallöchen. Huch. Er ist nicht mehr da. Ja, ich kann das jetzt selbst machen. Ich finde ein bisschen komisch, dass es trotzdem Geld kostet, aber okay. Ich meine, es ist wahrscheinlich einfach eher eine Balancing-Frage. Wäre halt doof, wenn es plötzlich kein Geld mehr kosten würde. So, hier brauchen wir mehr Knallquecksilber. Da brauchen wir mehr Geld. Und da brauchen wir mehr Eisenschrott. Also Eisenschrott könnten wir kaufen. Ich meine, ich könnte auch das machen. Aber ich wollte doch schon immer mal diesen brennenden Speer haben, ne? Flammensturm. Komm, nehmen wir den doch. Ich meine, ich weiß nicht, ob der gegen die Feuertypen so gut ist, weil die ja scheinbar Feuerrüstungen haben, aber hey, Flammensturm, komm, gib her. Tauche die Spitze des geladenen Speers in Flammen und mache ihn zu einem scharfen Speer und einer Schusswaffe. Ein geladener Treffer mit dem Speer schlägt Feinde nieder und die Feuerbrunst verzehrt sie. Halten dafür, okay. Beziehungsweise normal für einen normalen Flammenstoß. Gucken wir uns das mal an. Können wir uns ja mal ganz kurz angucken. Flammensturm. So, zeig mal her. Nicer Move.
Ah, schade. Ich glaube, mit dem kann man dann theoretisch... Ach, guck mal, da ist abgebrannt. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Da haben sie den Baum abgebrannt. Ich glaube, mit dem kann man den Verstärkung dann auch irgendwie kombinieren, um sich Feuer auf seine Waffe zu packen. Eventuell, weiß ich gerade nicht. Hey, du Kollege, weißt du zufällig, wo der Bildhauer hin ist? Es hat also endlich begonnen. Ishin Ashina ist fort und die Zentralarmee hat eine große Invasion gestartet. Die Ashina sind so gut wie erledigt. Vielleicht sollte ich auch hier einpacken. Wollt ihr noch weitere Geschäfte mit mir machen, mein Freund? Was hast denn du noch? Irgendwas Besonderes noch? Irgendwelche neuen Informationen für mich? Oh, falls ihr den Bildhauer sucht, ja. Der ist fort. Toll. Er hat irgendwas von den Flammen gemurmelt und ist abgehauen. Ich glaube, er lief in Richtung Schlachtfeld. Aber wo er hin ist und warum, das geht mich nichts an. Der Bildhauer ist also auch aufs Schlachtfeld gezogen, will der Ishin helfen vielleicht, ha? Oh, falls ihr okay, das gleiche nochmal. Na mal gucken. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Bisher sind wir ihm ja noch nicht begegnet, vielleicht begegnen wir ihm tatsächlich noch. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir mal zurück zum Ashina-Umland. Ach, da kann ich mich auch nirgends hin teleportieren, guck mal einer an. Ja, und werden mal schauen, dass wir hier wahrscheinlich ein bisschen weiter, ja gut, wenn die ganzen Leute da stationiert sind, war das wahrscheinlich klar, dass wir da nicht so einfach weiterkommen. Werden wir uns da mal wieder durchschlagen durch das Ashina-Umland und mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen den Leuten hier helfen können, den Ashina. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir allein den ganzen Krieg drehen können. Und dann müssen wir natürlich Kudo noch treffen und hier aus Ashina im Generellen fliehen. Aber ich würde sagen, wie wir das angehen, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin. Ciao.